Huhu zusammen und herzlich willkommen zum Paladiner Weekend und damit einer neuen Folge Skyrim Special Edition Modded. Wir befinden uns in der Festung Volkihar und kämpfen den letzten Kampf gegen Harkon, Serenas Vater, denn er hat nicht mit sich reden lassen. Er wollte nur den Bogen haben und den haben wir natürlich nicht gegeben und wir kriegen gerade einen Blitz in den Popo gejagt, glaube ich. Nutzt den Bogen! Ja, das ist mit dem Bogen so eine Sache. Er ist weg. Da oben ist er. Na, komm, zeig dich. Aber er brennt, so brennt er nicht wirklich irgendwie. Jetzt fängt er an, wieder wegzulaufen. Es ist furchtbar. Also das ist wirklich eine Schande für einen Vampirlord. Schwere Rüstung verbessert, gut. Toll, jetzt sind wir hochgelaufen und er fällt runter. Na. Wo ist er? Da. Und er rennt wieder wie ein Wahnsinniger. Na komm schon. Stirb jetzt endlich. Vielleicht sollte ich zwischendurch nochmal speichern, sicherheitshalber. So, jetzt macht er sich wieder ab. Ich kümmere mich um ihn und ihr kümmert euch um auftauchende fiese Kreaturen. Vorausgesetzt, ich kriege ihn da oben. Der Boden. Nutz den Boden. Ja, das tue ich. Kannst du mir glauben, Serena? Ich weiß noch, wie das geht. Na, gibt's doch nicht. Der Boden. Nutz den Boden. Sein Schild ist doch aber eigentlich kaputt und er ist tot. Er heilt sich. I. Ugh. Nun, das wäre jetzt erledigt. Okay, das wäre jetzt erledigt. Das ist ein bisschen kalt, oder? Oh, da kommt zur erledigten Arbeit, kommt auch Iswan um die Ecke. Und lootet erstmal wahrscheinlich. Ja, Tatsache. Ist das sein Ernst? Hat der gerade wirklich gelootet? Wahrscheinlich gerade irgend so ein Epic-Loot aufgegrabbelt. Schweinerei. Serena, was werdet ihr denn jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bleibe vermutlich bei der Dämmerwacht. Jedenfalls so lange, wie sie es mir erlauben. Sie sind ehrenwerte Kämpfer und ich glaube, sie verstehen jetzt, warum ihnen ein Vampir auf ihrer Seite von Nutzen sein kann. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Ich hätte euch gerne mit dabei. Ja, rein theoretisch. Eigentlich schon. Nicht jetzt unbedingt, aber mit Sicherheit würden wir sie gerne als Begleitung haben. Das wollte ich hören. Ich will, dass sie mich in einen Vampir verwandelt. Nein. Wartet hier. Eigentlich sollten wir uns trennen. Denn eigentlich möchte ich sie jetzt gerade nicht dabei haben. Sie kann ruhig in die Festung Dämmerwacht gehen. Muss sie, oder soll sie bei uns zu Hause wohnen? Nein, sie kann ruhig in die Festung Dämmerwacht gehen. Oder hierhin. Wo auch immer es ihr beliebt. Ich werde bei der Dämmerwacht sein, falls ihr mich braucht. Die Bestie ist also vernichtet. Es ist vorbei. Er ist tot. Und die Prophezeiung stirbt mit ihm. So sieht's aus. Sonst nichts zu sagen? Was hat Harkon denn? Frostresistenz, Goldkettchen, Magieunterdrückung. Oh, Magieresistenz 17%. Das wäre für uns gar nicht so schlecht. Harkons Schwert absorbiert 15 Gesundheitsmagika und Ausdauerpunkte, wenn von einem Vampir geführt. Gut. Königliche Vampirrüstung. Zerstörungszauber, alles klar. Blocken. Das wäre auch unser Ring irgendwie. Trank des Blutes, Vampirstaub und die Stiefel. Die kann er behalten. So, ja, die Bella gibt uns Redekunst. Dadurch, dass wir so ein kleines Magieproblem haben, ist, glaube ich, so ein Magiekettchen gar nicht verkehrt. Und wo ist jetzt dieser tolle Ring? Der Ring des Blockens.
Hast du noch irgendwas zu sagen? Vermutlich ist das nicht ganz einfach für euch. Ich glaube, mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Ich habe getan, was getan werden musste. Mehr nicht. Ich glaube, dass ihr vielleicht... Ich glaube, dass ihr mehr als das getan habt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Oh. Vampirjäger und Vampir vertragen sich am Ende. Er möchte nicht mehr mit mir reden. Es ist einfach vorbei. Oh, was gibt es? Es ist einfach vorbei. Okay, also ich muss sagen, ich liebe die Geschichte von Dawnguard. Ich finde, für mich ist es eins der besten DLCs, die ich je gespielt habe, egal von welchem Spiel. Ja, es hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ich möchte gerade reden, Sophia, dass Skyrim eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Aber ich finde, dass das DLC wirklich sehr, sehr gut. Mich würde mal eure Meinung zu dem DLC interessieren. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, wie ihr Dawnguard an sich findet. Mein Problem, muss ich jetzt tatsächlich sagen, das Ende, ich hatte es gar nicht mehr wirklich in Erinnerung, das Ende fand ich jetzt ein bisschen so, jetzt ist vorbei. Also, sehr abrupt irgendwie. Seelenstein. Ja, wahrscheinlich Knochenmehl. Da habe ich letztens ganz viel von verkauft. So, 500. Ja, er hat hier den... Oh, den Ebenerzbogen. Er hat hier den großen Skelettfürsten, hat er natürlich gelootet. Da wird was Dickes drin gewesen sein. Fettes Edelsteinchen oder so. Ansonsten können wir jetzt hier wahrscheinlich wirklich nichts mehr machen. Oh, dieser Blutbrunnen. So, das ist eigentlich alles uninteressant. Gargoyles haben wir gelootet. Haben wir nicht gelootet. Warum ist der Troll hier? Hallo? So, aber hier oben, glaube ich... Haben wir hier oben auch gekämpft? Ja, okay, hier ist einer. Zwei. Zu unserer weiteren Vorgehensweise. Wir könnten jetzt... Es gibt natürlich noch ein DLC. Das ist ein DLC Dragonborn. Ich bin allerdings nicht unbedingt dafür, das jetzt sofort hinten anzuhängen. Warum ist hier eine Truhe und warum ist sie leer? Oder haben wir sie geplündert? Wir gehen mal kurz hier raus. Ja, wir werden Dragonborn auf jeden Fall noch spielen. Wir werden Dragonborn auf jeden Fall in absehbarer Zeit spielen. Also ich werde jetzt nicht ewig hier rumgurken oder irgendwas anderes machen. Aber zum Thema etwas anderes machen. Ein bisschen würde ich schon gerne mal ein paar Quests abarbeiten, die wir haben. Und hier ist es immer noch Diebstahl. Und natürlich würde ich eigentlich auch ganz gerne unsere neuen Begleiter abholen. Unsere neue Begleitung, Begleiterin. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Irgendwie habe ich mich fast schon daran gewöhnt, dass Serena mit dabei ist. Jetzt ist Serena auf einmal weg. Gut, es gab immer Krieg zwischen unserer Begleiterin und Serena. Das war nicht so cool. Aber irgendwie fehlt sie dann doch ein bisschen. Es ist immer noch Nacht. Und hier ist alles tot. Und schwarzgesichtig. Ja, wir sind jetzt tatsächlich fertig. Also wir können hier noch... Ach so, nein, das ist ja... Sinding war ja der Gute in Falkenring, richtig? Ja, in Falkenring. Wollen wir die Quest machen? Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, womit wir am besten weitermachen. Sollten wir uns erst den anderen Begleiter abholen? Ich glaube, das wäre fast das Beste. Dann müssten wir, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in eine Stadt. In welche ist, glaube ich, eigentlich egal. Dann würde ich fast nach Markas gehen. Es ist um die Ecke. Hatten wir in Markas nicht eigentlich auch was zu tun? Was soll ich tun? Niemals das Haus verlassen? Wollt ihr das ändern? Ihr macht den Stall zu. Punkt um. Ihr wollt jetzt Hello. Aufgeben? Hallo. There you are. Finally. It was hard to find you.
I have got a personal delivery for you. Just a moment. Here it is. An important letter. Directly from the Thalmor headquarters. Okay, that's all. Bye. Okay. Ich dachte, wir müssen auf einen Kurier warten. Gut, es war auch irgendwo ein Kurier, aber was? Was war das? Ja, die Begleitermod gibt es auch in Deutsch. Also, sie ist rein theoretisch Englisch, das hat man ja gerade schon gehört. Aber es gibt sie auch mit deutschen Untertiteln. Ich weiß allerdings nicht, wie gut die Untertitel sind. Das da hat sich jetzt eigentlich ganz gut gelesen, also es war jetzt nicht irgendwie dramatisch. Was genau haben wir jetzt bekommen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hätte vielleicht mal die Bücher wegräumen sollen, fällt mir gerade so auf. Gesucht. Siehe Rückseite. Folge den Anweisungen in der Bekanntmachung. Ja, vielleicht erkennt jemand, welchen Begleiter wir jetzt bekommen. Diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen mit Modding in Skyrim beschäftigen, vielleicht erkennt ihr das Bild. Im Auftrag des obersten Kommandos des Altmeri-Bundes. Der Bund rekrutiert derzeit alle verfügbaren Kopfgeldjäger für eine dringende Mission. Die tägliche Rekrutierung findet vor den Ruinen von Valtume statt. Einer unserer Männer, Lord Narifin, wird bei der Rekrutierung nähere Einzelheiten erläutern. Eine großzügige Belohnung wird garantiert. Botschafter Aronado. Was ein Name. Okay, es gibt also eine Belohnung. Ein Kopfgeld ist ausgesetzt. Und ich habe jetzt dieses tolle Streitgespräch von den beiden hier verpasst, weil die uns einfach angeredet hat. Roki? Was kann ich für euch tun? Ich glaube nichts. Wir sollten vielleicht mal unser Licht ausmachen, dann glänzen die Leute nicht alle so. Hört aber ein dickes Kettchen da am Hals. Sogar irgendein... Ist das ein Säckchen? Hat die da ein Säckchen als Anhänger? Was trägt die da für Gift mit sich rum? Ja, wir... Wo müssen wir hin? Eine Frage von Preis oder Ehre. Folge den Anweisungen in der Bekanntmachung. Ja, wo müssen wir hin? Zu irgendeiner Ruine. Valtume. Gut, dass wir die nicht kennen. Da müssen wir ja fast von hier loslaufen. An sich haben wir nichts, was wirklich nahe dran ist, außer dass da unten... Allerdings, das macht eigentlich auch nicht wirklich Sinn. Also eigentlich können wir auch von hier aus loslaufen. Ist auch gar nicht so verkehrt, denn dann können wir die Quest mit der Mine abgeben, oder? Das haben wir die schon abgegeben? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Das müsste ja unter Verschiedenes sein. Oh Gott, ein altes Fallmeerbuch zu Urak Groschub. Sollten wir auch mal machen. Runils Tagebuch. Sprich mit Lot. Energiequelle in Valtume. Das ist ja gut, dass wir da rein müssen. Lerne das erste Wort des Seelenreißerschreis. Ach ja, Durnevir sollen wir herbeirufen. Das können wir eigentlich auch mal machen. War das nicht hier? Doch hier. Berichte Pavo, dass die Kolzgegermine wieder frei ist. Das machen wir. Der müsste ja hier vorne... Oh, das Pferd hier von Markas sieht richtig... cool aus mit der Zwergenrüstung. Das müsste ja eigentlich... Ich möchte jetzt... Aber jetzt möchte ich die Pfeile eigentlich nicht mehr am Rücken haben, weil das gefällt mir immer nicht. Na, wo sind sie? Unter Waffen wahrscheinlich. Da. So. Wenn ich mich nicht täusche, müsste es da gewesen sein. Ich muss sagen, Markas ist die Stadt, wo ich, glaube ich, am wenigsten unterwegs war in meinen... Was hat die denn da an? In meinen Skyrim-Spieleinheiten? Hallo? Es spricht sich herum wie magisches Feuer. Die große teuflische Bedrohung ist besiegt. Ihr habt uns tatsächlich alle gerettet. Ja, die Vampire sind tot. Falls sie das meint. Oder meinte sie den Drachen? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind ein Held. Hat sie... Was hat sie da an? Ich sehe nackte Haut. So, wo ist denn der Gute mit seiner Mine? Vielleicht sollten wir auch Verschiedenes einblenden. Er ist da drin. Das ist gut. Denn meistens... Okay, es ist diesmal kein Einbruch.
Meistens ist es Einbruch, wenn man hier reingeht. Du da, Pavo. Geht nicht nach Kolskegger. Es ist dort nicht sicher. Doch, denn wir haben uns um die Abgeschworenen gekümmert. Ihr habt sie verjagt? Ganz allein? Habt vielen Dank. Wir machen uns sofort wieder an die Arbeit. Hier, das ist für euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. 1500. Das ist gut. Dankeschön. Tschüss. Gatgro Schargak. Hm? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. War er nicht... Wer war denn jetzt nochmal der Anführer hiervon? Dürfen wir uns hier bedienen? Enoch? Ich bin nur ein einfacher Bergmann. Okay, gut, dann gehen wir. Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Bist du ein Vampir? There seems to be a trend of women wearing subtle amounts of war paint on their lips, around their eyes and cheeks. Do you think I look attractive? What I mean is, does it make me look more attractive? Or did you not notice? Mit Kriegsbemalung. Ach so, das meinte sie. Ob wir Sophia mit Kriegsbemalung attraktiver finden würden? Nun, es würde ihr auf jeden Fall keinen Abbruch tun, sagen wir es mal so. Und die Mine da... Die Mine, sag ich schon. Die Mühle. Haben wir auch noch nicht erforscht. Ja, diese Frage haben wir ja schon mal unter einer Folge. Ich weiß leider nicht mehr, welche Folge es war. Müsste irgendwo im 50er-Bereich, glaube ich, gewesen sein. Folge 50, 55, irgendwo so in dem Bereich wurde diese Frage beantwortet. Wie viele Schritte ein durchschnittlicher Mensch bzw. ein Mensch in seinem Leben durchschnittlich so geht. Und es waren überraschend viele. genau, ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Rein theoretisch müssen wir eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus und irgendwann sollten wir mal einen Berg hochgehen. Und wir sollen, wir haben ja diese Aufgabe, den Drachen zu rufen. Das müsste dann ja hier sein, Drachenruf oder Wing. Nein, den wollen wir nicht rufen. Eigentlich wollen wir Sofengarde. War das nicht hier? Ich dachte, das wäre Dornevir. Ach so, wir müssen ihn erst noch aktivieren. Dann machen wir das doch mal, oder? Rufen wir den guten Dornevir. Speichern sich jetzt selber. Na, wo ist er? Dornevir? Kommt nicht. Ich sehe keinen Drachen. Oder können wir davon mehr lernen? Ach, wir können davon mehr lernen. Ups. Da machen wir... Haben wir dann die anderen wenigstens alle voll? Den können wir noch voll machen. Beziehungsweise weitermachen. Und das... Der Rest... Oh, dein Turm friert einen Gegner komplett ein. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Na, ich möchte das bitte... Dankeschön. Wie viele Drachen sehen haben wir denn eigentlich? 12 noch. Ich denke, das passt erstmal. So, jetzt können wir ihn aber rufen. Du? Na. Du? Ich darf nicht. Darf ich hier nicht? Du? Darf ich ihn hier nicht rufen? Warum nicht? Du? Es hört sich an, als hätten wir irgendwie einen fiesen Husten oder so. Ah. Aber ganz kurz gucken. Eigentlich... Naja, in meiner Zeit der Not. Du? Wir haben an sich ja keine Not. Wer bist du? Warum läufst du? Stopp. Wer bist du? Hm? Kruschnack? Warum rennt er? Okay, wir sollten es vielleicht einfach mal versuchen, wenn wir nochmal in den Kampf verwickelt sind. Doch, diese Bergtexturen, muss ich sagen, also Majestic Mountains, wer selbst Skyrim SE spielt, kann ich nur empfehlen. Sieht wirklich gut aus. Gefällt mir. Diese
Steintexturen. Finde ich wesentlich besser als Noble Skyrim oder ich weiß gerade nicht mehr, wie das andere heißt. Gehen wir denn grob richtig? Ja, ich denke. Da rechts irgendwo wäre auch eine Ork-Festung. Habe ich zumindest gerade auf der Karte noch gesehen. Ich darf ihn nicht rufen. Ich würde so gerne. Ah! Endlich. Die freie Luft von... Have you noticed that people seem to always say the same things? And people complain about me. Das erste Wort des Seelenreisens. Ri. Die Essenz der Lebenskraft eures Feindes. Ich musste einfach auf dem Boden vor mich brüllen. Unhappy Troll? Moment. Erstmal möchte ich gucken, was haben wir da gelernt? Beziehungsweise Seelenreißer. Das lernen wir auf jeden Fall mal. Wo ist ein Troll? Da oben. Okay. Dunnevir, mach das schon. Lahas. Den Drachenausruf finde ich eigentlich am besten. Ist ein spanischer Drache. Sophia ist natürlich... Ah, da ist sie. Troll dich fort. Troll dich fort? Da oben ist auf jeden Fall das Trollproblem. Aber der macht das schon, oder? Ja, der macht das. Ich habe da Vertrauen in einen unsterblichen Drachen. Man muss sagen, es ist fast schon wieder ein ganz anderes Skyrim mit diesen Bergtexturen. Sehr, sehr schön gemacht. Also sehr viel Mühe gegeben. Kann man nichts gegen sagen. So, gehe ich denn immer noch richtig? Hier müssten wir eigentlich hoch. Bei dem total auffälligen Weg. Nein, das ist tatsächlich ein Weg. Mädel, wo willst du hin? Wir gehen hier hoch. Oh, I love a challenge. Das ist schön. Wir gehen trotzdem hier hoch. Sophia. Ich drücke immer... Dabei haben wir sie doch hier drin. Ich bin momentan tatsächlich an diejenigen, die Sophia so gerne haben. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin momentan tatsächlich am Überlegen, ob ich Sophia auswechsel, denn Inigo könnte ich niemals auswechseln. Und Sophia, muss ich sagen, ging mir in den letzten Folgen tatsächlich ein bisschen auf die Nerven, weil mittlerweile kennt man eigentlich fast alle ihrer Sprüche. Und zu Dawnguard selber hat sie jetzt auch nicht wirklich was gesagt. Ja, zu der Hauptquest, aber zu Dawnguard... Kann sein, dass sie was gesagt hat. Toll, jetzt sind wir selber beim Troll. Oder bei einem Troll. Oh, ist Dunnevir immer noch hier? Er kämpft auf jeden Fall mit lila Zaubern. Das ist gut. Dankeschön, Dunnevir. Wir sind, das war's, glaube ich. Den Rest schaffen wir auch alleine. Bäumchen plündern. Na, wo ist er denn? Da oben. Bleibt er jetzt die ganze Zeit hier? Ich dachte, wir rufen den immer nur für einen ganz kurzen Moment. Dann geht er wieder. Hier liegt eine tote Ratte. Eine tote, kranke Ratte. Das war gerade eine interessante Soundverzögerung. Oh, Bärchen! Speichern. Jetzt sind wir auch bei der Ork-Festung angekommen. Hallo, Bärchen! Wir blocken. Huch! Wir haben ihn umgeschubst! Oh! Oh, der Arme! Und da finishen wir ihn.
Ach, der Arme. Wie wir ihn da einfach umgeschubst haben. Ganz kurz, wenn wir schon hier sind, dann können wir das da auch mal ganz kurz entdecken. Dafür haben wir jetzt eigentlich auch wieder Zeit, dass wir auch mal wieder irgendwo reingehen und irgendwas erforschen. Und wow, ich bin... Es tut mir leid, aber ich bin von den Bergen gerade voll fasziniert. Also... I sometimes have a bad memory. Too much skooma back in the day. Forgive me if I sometimes repeat myself. Ist nicht schlimm, Inigo. Ich wiederhole mich auch sehr oft und ich habe auch ein ganz schlechtes Gedächtnis. Dafür brauche ich nicht mal Skooma. Fernwindhorst entdeckt. Wollen wir da mal kurz reingehen? Sieht ja nicht besonders groß aus. Sofern da jetzt keine fette Zwergenfestung drunter ist. Sieht nicht so aus. Erstmal orientieren hier. Hier geht's auch direkt wieder raus. Das Buch kennen wir schon. Ich klick's trotzdem mal kurz an, damit es nicht mehr leuchtet. Vulkanglas, Streitkolben. Na. Ich habe das Schlossknacken verlernt. Ein Silberkettchen. Ach, Inigo. Toll, hier gibt's ein Ei und eine Truhe. Experte, super. So wie ich heute Schloss knacken kann, wird das ein Spaß. Oh, man muss, wie gesagt, nur meckern. Excuse me, my friend. Wunderschöner Aussichtspunkt. Ich muss tatsächlich sagen, diese Bergmod gefällt mir wahnsinnig gut. Das da hinten dürfte der... Der ist der Himmelstempel. Auf jeden Fall da, wo Delphine und der alte Esbern, genau, wo die beiden auf uns warten. Die Klingen. Das müsste, glaube ich, der Tempel sein, oder? Mal ganz kurz gucken. Doch, Tempel der Himmelszuflucht, genau. Himmelstempel. Wahnsinn, man kann halt so weit gucken. Es ist natürlich nicht... Da hinten ist irgendein Häuschen. Was ist da hinten für ein Häuschen? Es müsste irgendwo dahinter sein. Interessante Frage, was das da für ein Häuschen ist. Natürlich kann man... Also jetzt ist es jetzt nicht hoch auflösend, aber... Ich finde das Wahnsinn, wie weit man hier gucken kann. So you're good at restoration. It's a little dull, but... I'm sure I won't be saying that when I'm lying there moaning, whilst you use your healing fingers or whatever it's calling me. Hier sieht man zum Beispiel auch, da geht's zu einem Grab. What I meant was me lying injured on the ground in serious pain. Ach, Sophia. Ja, und mit diesem wunderschönen Ausblick und dem Spruch von Inigo da unten, excuse me, my friend, entlasse ich euch erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir hoffentlich mehr von unserer neuen Begleiterin sehen und erfahren. Ciao!